Moin Moin Leute, willkommen zu der nächsten Folge des Spielerkarrieremodus. Und ja, eins kann ich euch sagen: Ich habe vergessen aufzunehmen gegen Greuther Fürth im Pokal. Wir hätten aber so gut wie weiterkommen können, vielleicht auch müssen. Ich kann euch ja, Leute, wir sind jetzt im Stadion. Erst vor dem Stadion angekommen, heute in Heidenheim. Und ja, kurz nochmal zurück: Rückblick zum Pokal. In der sechsten Spielminute Herr Rother mit 1-0. In der elften Spielminute dann 2-0 für Tillmann. Dann sind wir nochmal gekommen mit mein Tor zum 2-1. In der zweiten Halbzeit haben wir einen richtig aufgedreht. Hätten mindestens zwei, drei Tore schießen können. Zu einem der Schuss von Vunukizia oder wie er auch heißt, der am Pfosten ging. Dann meine große Chance. Und dann ja, einfach in der 90. noch das 4-2 kassiert. Also echt ärgerlich auf jeden Fall. Mal wieder fliegen wir in der ersten Runde raus wie letzte Saison. Das tut einem einfach am meisten weh, so. Wisst ihr? Letzte Saison in der Verlängerung rausgeflogen gegen Kiel. Ach komm, ich leg rüber. Und Guras, ja, 1-0. Geil, Mann. Einzug gegen Heidenheim. Das ist wichtig. Aber da konnten wir uns wenigstens nochmal wegen das Eigentor retten. So. Dass wir überhaupt in die Verlängerung kommen durften da. Und dann einfach in der 118. Jahr, ja, das doofe 2-1 kassieren. Und dann war da, ja, der Traum auch ebenfalls wieder geplatzt. Ah, schade. Naja, schauen wir mal, wie sich es hier weiter entwickelt. So kann ja sein, dass wir die ganze Hinrunde bleiben müssen bei uns hier in Saarbrücken. Wäre aber auch ein bisschen, ja, nee, nicht das Beste jetzt so, weil ich will schon gerne einen neuen Verein haben, der vielleicht erstklassig ist oder auch von der zweiten Liga, bloß dann nicht Saarbrücken, vielleicht so Hamburg oder so. Oder vielleicht so Werder Bremen, da würde ich auch noch hingehen, aber keine Ahnung. Da ist die nächste Chance wieder abgeblockt. Müller, machen wir ein bisschen hier Druck hin. Und jetzt mal wieder Heidenheim mit Fernbach. Ich habe gesehen, dass Süßing hier noch spielt. Da ist er wieder am Ball, Süßing. Naja, mal schauen hier. Weil zwei Unentschieden hatten wir jetzt schon in Folge gehabt. Gucken wir, ob es jetzt hier das dritte Unentschieden wird. In Folge. In der Liga meine ich. Beim Pokal, ja, kann man eigentlich nicht mitrechnen so. Auch wenn es da jetzt unsere erste Niederlage ist. Oh, naja, ist halt heute dafür gewesen, ne? Gegen die wir auch in der Liga immer verloren hatten. War stark. Oh. Jetzt aber. Und das war's für Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, starten wir rein.
Come on, jetzt aber. Ah, mies. Das ist auch mein erstes Auswärtsspiel in der Liga. Wir konnten ja auch unten in Bayern bleiben, weil wir ja Pokal auswärts hatten, Kräuter Fürth. Das hat sich eigentlich gar nicht so wirklich gelohnt für uns, so nach Saarbrücken wieder zu fahren. Oh ja, Guras ist frei durch, da frei durch. Und da ist Müller mit der starken Glanzparade. Gucken. Da ist keiner. Aber egal, nächste Ecke. Das ist echt eine schlechte Ecke. Groß bestätigt den Wechsel, ja. Nach Bayern. Ah, was macht er? Okay, Bonic. Aufpassen. Okay, Wetter. Kann reinpassen. Oh, ganz unten. Pick. Stark gesehen. Okay, Randa. Stark. Nein, bleibt da. Genau, jetzt können wir bisschen. Flagge kommt. Nein, hier hin. Und da ist keiner. Da ist einfach keiner. Okay, ich gehe wieder hoch. Und die letzten 20 Minuten sind angebrochen, Leute. Und wir liegen hier wieder knapp vorne. Ob wir diesmal die Führung standhalten können, ist die nächste Frage. Hat der gegen Dings nicht so geklappt? Gegen Mainz. Und sogar hier klappt es nicht. Kühlwetter 1-1. Nein, das kann nicht wahr sein. Okay. Aufpassen. Es kann abseits doch. Glück gehabt. Sonst hätten wir jetzt hier hinten liegen können. Oh mein Gott. Und Schimmer kommt. Und da ist die gute nächste Chance für uns. Und da ist das 2-1. Jawohl. Doppel. Ja. Nicht mein Doppelpack, aber mein viertes Tor. In 4 Spielen. Let's go. Und wieder führen wir hier. So wichtig, Mann. Ah, schade. Keine schlechte Idee gewesen auf jeden Fall. Aber aufpassen. Stark. Ah, ich wollte hochlaufen. Hat leider nicht so geklappt. Und 60 Sekunden sind noch auf der Uhr. Die jetzt abgelaufen sind, der Schiri aber noch nicht abpfeift. Ah, er guckt nochmal. Er pfeift doch nicht ab. Er pfeift immer noch nicht ab. Da ist nochmal die gute Chance für Heidenheim. Wir sind einfach schon über der Zeit. Jetzt raus den Ball da.
Nein, jetzt aber. Jawohl, Leute, wir gewinnen knapp gegen Heidenheim und sehen uns im Menü wieder. Wir sind Sechster. Vor Mainz sogar. Okay, nice. Schmeckt auf jeden Fall. Der nächste Gegner ist Bochum. Mal schauen, wie wir da abschneiden können. Weil diesen Phones. Ja, Leute, quatsch mich nicht lange und gehen ins Stadion. Da sind wir in Ludwigsfall angekommen. Wieder Ringspiel. Und die meisten Gegner kennen wir ja hier schon. Von der letzten Saison. Also wollen wir jetzt auch hier wieder was zeigen. Ob wir hier was machen können, Alter. Wo geht der Kopfball von uns hin? Okay, der kommt zu mir. Direkt weitergeschickt. Der ist nicht im Aus, der ist nicht im Aus. Doch, ist er. Schade. Ich dachte, ich komme ran da. Hätte ja sein können. Oh ne, halt man. Ganz frei da unten, ganz, ganz frei da. Direkt Spieler im Fokus. Ja, es kommt keiner mit so wirklich. Es kommt einfach keiner mit. Also ich bitte dich, da muss bisschen mehr kommen von unserer Mannschaft. Weiß nicht, zurzeit fehlen mir hier einfach Transfers. Zweiter Pfosten, nein, aber komm, nächste Chance. Flanke, Guras. Nein, da ist der Backup-Tube, glaube ich, zur Stelle, wenn er noch da spielt. Ich weiß es gerade nicht. Und wieder zu dicht, viel zu dicht. Flanke, komm, doch mal. Diesmal haben sie sie. Können auch nach vorne spielen. Mit Simon Zoller, der jetzt ganz runter spielt. Genau, so sieht's aus. Oh mein Gott. Glück gehabt nochmal gerade. Schieber, es kann es gut möglich gewesen sein, dass er war. Dass er jetzt gerade war. Und jetzt, oh, schöner langer Ball. So was Schönes hier. Und dann zweiter Pfosten. Aber Reimann ist da. Schade. Ich bleib wieder hinten. Besser gesagt vorne. Jetzt kommt wieder Bochum. Aber wieder können wir uns da in die Abwehr herauszeichnen. Jetzt aber komm. Jetzt der Schuss und da ist nicht mal so schlecht, aber leider viel zu weit über dem Kasten. Ah, Kopfball. Verlieren wir einfach. Jetzt müssen wir aufpassen wegen der Flanke. Oder auch nicht. Sie machen es doch kurz. Das ist keine schlechte Idee, aber Watz ist da. Passt sehr, sehr stark auf. Das war's von der ersten Halbzeit der DVD und gleich wieder. Jetzt wollen wir hier was zeigen. Jetzt aber komm!
Ah, schade. Hätte ja passen können. Besser sagt, klappen können, aber wir müssen hier weiterhin aufpassen, ey. Waldbochum kommt wieder. Und jetzt haben sie uns halbwegs. Aber wir passen wieder auf. Das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits. Guras. Alleine vom Kasten und Riemann hält ihn. Oh mein Gott. Tolle Chance für uns. Ecke kommt auf mich. Die Ecke kommt auf mich. Und sie kommt nicht mal ungefährlich rein. Schade, Mann. Ja, okay. Schade, Mann. Zoller. Jeanette. Ist wieder auf Zoller. Jawohl. Oh, schade. War eine starke Idee gewesen, auf jeden Fall. Leider aber nicht so geklappt. Old Man. Shibas. Der Old Man. Wieder Shibas. Die letzten 20 Minuten sind angebrochen. Da ist das 1-0. Nein, Mann. Ganvula macht's. Bitte. Was? Ach, was mache ich da, Mann? Alter, bitte. Muss viel besser werden. Viel, viel besser. Jetzt gucken, wo ist einer? Böse Junge. Das ist so schlecht, Mann. Nicht keine langen Bälle nach vorne. Verlieren sie eh alle. Und jetzt. Und jetzt. Fast das 2-0. Genau, guck mal. Jetzt läuft sich hier keiner frei. Oh. Okay, ja, okay. Ja, okay, das ist abseits. Warum passt du nicht zu mir, ey? Sorry, aber ich weiß nicht. Das Wort ist neu, wow. Was dauert mit? Was ist das, Alter? Was ist das? Was spielt meine Mannschaft denn hier zusammen gerade? I'm sorry, aber es kotzt mich gerade richtig an. Ja, oh mein Gott, mach doch gleich direkt ein Tor. Ey, nee. Sorry, aber. Ja, jetzt fällt es. Ja, jetzt muss das. Ja. Genau, da stehe ich noch nicht. Ich sag gar nichts mehr, Leute. Auf jeden Fall, jetzt kommt die Entscheidung. Ja, sag ich doch. 2-0. Und das war's. Wir sehen uns im Menü wieder. Da sind wir wieder im Menü. Wir sind neunter. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.